Yo Leute, was geht ab? Wir sind dabei, ein CSGO-Video zu gucken, und zwar ist es Overwatch. Viele Leute haben letztes Mal gefragt, was ist genau Overwatch? Ich habe schon mal so ein Video gebracht. Overwatch ist, ich erkläre es nochmal. Overwatch ist einfach ein Anti-Cheat-Programm, was von der Community in Klammern geleitet wird. Man bekommt, wenn man 150 Siege im Matchmaking gemacht hat und ich glaube ein Goldstern 1 dann hat, ich weiß jetzt nicht genau wie der heißt, bekommt man random Demos zugewiesen von Leuten, die gemeldet wurden wegen Cheaten. Was ich hier, sieht zumindest sehr verdächtig aus, was der macht. Dann schaut man sich die an mit einem integrierten, ja, Röntgenblick, sagt man mal. Wallhack, den man hier immer außen anschalten kann, normalerweise. Ich weiß gar nicht, ob ich das belegt. Ja, hier kann ich ein- und ausschalten. Und dann kann man entscheiden, ob der anhat oder nicht. Und wenn genug Leute sagen, dass oder dafür abstimmen, dass der anhat, dann wird der automatisch entfernt vom System. Und VOC gebannt. Ich denke, da guckt natürlich noch ein Admin oder sowas nach, aber für mich hat er definitiv an. Der sieht aus wie nicht nur der größte Wallhack der Welt, sondern auch ein Aimbot. Aber man sollte sich sowas immer zu Ende schauen und dann sich erst eine Meinung bilden. Dazu möchte ich auch diese Chance nutzen und erstmal sagen, diese Woche, ja, der hat auf jeden Fall an. Der hat auf jeden Fall Wallhack, ist das Mindeste, was der anhat. Möchte ich diese Chance nutzen und sagen, Leute, 31.10. auf 1.11., das heißt am Freitag dieser Woche, werde ich einen 24-Stunden-Livestream machen. Ich fange wahrscheinlich gegen 20 Uhr an, vielleicht sogar früher, wenn ich Lust habe. Und das geht dann bis Samstagabend. Und es wird gespielt auf jeden Fall DayZ, also ich als DayZ-Spieler, es wird DayZ gespielt. Ja, der hat, mal ehrlich, dass der immer weiß, wer die Gegner sind, der hat auf jeden Fall an. DayZ wird gespielt, CSGO auf jeden Fall. CSGO haben wir jetzt extrem oft, extrem lange. Wir streamen auch immer wieder CSGO, haben schon eine kleine CSGO-Fangemeinschaft im Stream gebildet. Macht extrem Bock, CSGO. Es kam vor kurzem auch ein Halloween-Patch, da hatte jeder Masken auf. Ich glaube, der ist sogar immer noch da aktiv. Ja, komm, mehr cheaten kann man nicht. Man hat diese Halloween-Masken. Ich glaube, ja, der ist sogar immer noch aktiv hier im Video. Der hat Lags ausgelöst. Er hat verdammte Lags ausgelöst. Das, was für mich als Streamer natürlich ungemein war, weil ich konnte dieses Spiel kaum spielen, nur mit harten Lags. Zum Teil sind die FPS runter auf 20 gegangen, es Squad, Standbilder, alles Mögliche. Die Mitarbeiter haben selber zugegeben, es war ein. Diese Lags sind verursacht worden. Diese Lags sind verursacht worden durch. Dieses Masken-Update, durch das Halloween-Update, sollte jetzt, oder ich weiß nicht, ob die das gefixt haben, ich habe es getestet, bei mir leckt es nicht mehr, also bei mir leckt es nicht mehr, deswegen kann ich wieder leckfrei spielen und wir werden auf jeden Fall mega viel spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe jetzt auch einen festen Streamplan, sonst schaut nochmal das Vlog-Video von dieser Woche. Ich werde freitags, jeden Freitag auf jeden Fall mal CSGO streamen, aber ich denke auch so, also wenn wir Dienstag, Donnerstag oder wenn ich einfach Bock habe, yo, irgendwann nachts oder tags, oder wenn ich einfach sage, ja, gerade nichts zu tun, ich kann mir eine Pause vom Lernen gönnen, dann sage ich einfach, okay, ich streame mal eine Runde. Genau. Und da wird hauptsächlich, was heißt hauptsächlich nicht, aber es wird sehr viel CSGO gespielt, einfach weil ein Spiel ist, A, das kann man sehr einfach mit der Community zusammenspielen, B, man findet sofort ein Spiel, bei DayZ muss man immer Sachen vorbereiten, bei DayZ muss man zum Beispiel Waffen, Autos planen, was man machen möchte, bei CSGO ist das nicht, bei CSGO lädt man einfach die Leute ein, man fragt im Stream, yo, wer hat Bock mitzuspielen, lädt die ein, dann spielt man zusammen, oder ich spiele halt mal Solo-Matchmaking mal alleine. Was, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, dieses Solo-Matchmaking. Was mich an CSGO fasziniert ist, CSGO hat, wie zum Beispiel auch League of Legends, ein Matchmaking-System. Und das heißt, man kann sich mit anderen Spielen messen. Ich bin allgemein jemand, ich messe mich sehr gerne mit anderen Leuten. Vor allem bei CSGO geht das gut. Ich kann mir ein Ziel setzen. Ich kann mir sagen, okay, ich will wirklich, ich will irgendwann nach oben kommen. Das heißt, ich übe so lange, ich trainiere so lange, bis ich irgendwann da bin. Und ich sehe auch dann, dass ich besser werde an dem Rang. League of Legends hat das auch. League of Legends habe ich allerdings auf. Ja, was heißt aufgegeben? Ich spiele es immer noch gerne. Ist nur bei der A, bei der Community nicht so gut gesehen. Und B, es ist
wie soll ich sagen, die Community, also jetzt nicht unsere Community, sondern die League of Legends Community ist sehr flamerisch, was das angeht. Also, und deswegen, League of Legends habe ich pausiert, spiele ich immer noch gerne. Ich muss mir mal gucken, ob ich da irgendjemanden finde, der da mit mir vielleicht spielt, aber League of Legends ist bei mir im Kreis, sag ich mal, im Freundeskreis nicht so der... Ja, komm, das war das... Was? Oh mein Gott. Komm, schieß dich jetzt mal. Was hat denn der für Sticker? Sind das Hellraiser Sticker? Sieht so aus, wa? Alter, es ist nicht so beliebt, deswegen zurzeit weniger League of Legends. Ich möchte natürlich League of Legends spielen. Ich werde auch öfter League of Legends mal streamen. Denn die Sache ist, es demotiviert mich oft selber einfach mal, das zu spielen, weil es einfach... Irgendwann geht es einfach bergab. Also, irgendwann ist es einfach der Punkt gekommen, wo man sagt, nee, Leute, ich habe die Schnauze voll. Meistens sind das die Teammates, weil sie inkompetent sind. Manchmal bin ich das auch selber. Ich sage ja nicht, dass ich da besser bin, sondern ich möchte natürlich versuchen, gut zu sein. Deswegen versuche ich ganz viel zu üben. Und ja, aber irgendwann habe ich einfach die Schnauze voll und sage, okay, ich brauche eine Pause von League of Legends. Ich hoffe, bei CSGO wird das nie kommen. Seid dabei am Freitag im Stream. Wir werden einiges, wir werden auch Spiele verlosen. Falls ihr kein CSGO habt oder kein DayZ oder sonst was, Mount Your Friends, wir werden es verlosen. Wir werden auch vielleicht Flash Games zusammen spielen. Schaut vorbei. Dem hier gehen wir jetzt einfach, Aimbot hatte der an, meiner Meinung nach. Wallhack sowieso, da keine Frage. Hatte der beispielsweise Speedtakes, Jumpscripts oder sowas an, habe ich jetzt nicht gesehen. Und natürlich Spielbehinderung mit den Cheats automatisch für mich. Eine 2-2-1-2 Entscheidung. Leute, danke fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns Freitag wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.